Ja, guten Abend zusammen. Hier aus unserem virtuellen Audimax in der Universitätsbibliothek Freiburg. Herzlich willkommen zum vorletzten Abend Seele, Körper, Geist im Rahmen unserer Reihe. Mein Name ist Klaas Lamann. Ich bin Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hier am Universitätsklinikum und freue mich sehr, gerade weil wir heute einen klinischen Vortrag haben mit viel Bezug zu Patientinnen und Patienten, zum klinischen Alltag, mal wieder moderieren zu können, bevor ich Ihnen unsere heutige Referentin vorstelle. Aber wie Sie es gewohnt sind, noch ein paar Anmerkungen zu den organisatorischen Aspekten. Mittlerweile haben Sie sich hoffentlich schon ausreichend gut eingegroovt, sodass die Anmeldeprozedur und der Ablauf Ihnen jetzt auch in diesem virtuellen Setting vertraut ist. Sie haben sich vielleicht auch schon mal umgeschaut bei der Buchhandlung Rombach, die netterweise auch in diesen Zeiten einen Büchertisch bereithält, aber halt logischerweise nicht hier vor Ort, sondern in der Buchhandlung. Da können Sie vorbeischauen und jeweils zu den Themen des Abends dann auch die entsprechende Literatur anschauen und erwerben. Sie sehen in den durchlaufenden Folien in unserer Eingangspräsentation auch immer noch den Hinweis auf unser Lehrer-Coaching-Angebot für die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen. Auch da gibt es nach wie vor freie Plätze, die können wir sozusagen rollierend bewerben. Sie finden dort auch den entsprechenden Verweis auf die Homepage. Und Sie sehen, dass wir nach wie vor unsere virtuelle Spendenbox in Betrieb haben. Die echten Spendendöschen, die haben gerade Pause. Aber wir haben eben gerade in diesem Semester doch einen relativ hohen Aufwand an Technik, an Auslagen, an Hiwis, die wir im Hintergrund beschäftigen müssen, das auch gerne tun, aber da auch ein Stückchen auf Ihre Unterstützung angewiesen sind und freuen uns, wenn Sie da eben auch auf der Spendenseite mal vorbeischauen. An der Stelle vielleicht auch noch ein paar Anmerkungen zu dem Anmeldeprozess, zur Registrierung. Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie am besten einfach auf unsere Homepage. Die finden Sie ganz leicht, wenn Sie in der Suchmaschine, Google oder sonst irgendwo, Dienstagskolloquium eingeben. Dann kommen Sie direkt auf die Seite unseres Dienstagskolloquiums, wo sehr viele Fragen beantwortet sind. Und ich würde Sie an der Stelle nochmal sehr darum bitten, lesen Sie erst in Ruhe, machen Sie vorher eine tiefe Atemübung und lesen Sie dann in Ruhe aufmerksam die Homepage durch. Da sind wirklich die meisten Fragen beantwortet. Ich sage das deswegen so nachdrücklich, weil wir momentan unsere zuständige Sekretärin, Frau Cato, die sich sehr engagiert und mit einer Engelsgeduld und viel Sachverstand um das Dienstagskolloquium kümmert, so in Beschlag genommen haben durch die Vielzahl an Anfragen, die aber ziemlich redundant sind und eigentlich fast alle eben auf der Homepage beantwortet sind, dass ich das eben an dieser Stelle nochmal sagen möchte. Und registrieren Sie sich nicht mehrfach. Wenn Sie sich mehrfach registrieren, wenn Sie Punkte brauchen, dann erzeugen Sie nur Chaos. Also auch da durchlesen, dann lesen Sie nochmal, dass Sie sich nur einmal registrieren brauchen und dann immer wieder mit dem gleichen Login die Punkte bekommen können. Und um Punkte bekommen zu können, müssen Sie halt so wie bei einem normalen Vortrag auch anwesend sein. Das heißt, Sie müssen sich dann auch einloggen und nur dann können Sie logischerweise die Punkte bekommen. Also ich denke, damit müsste es eigentlich jetzt ziemlich klar sein sozusagen. Und Sie finden auf der Homepage auch die E-Mail-Adresse, an die Sie Fragen stellen können. Ich bin mir ganz sicher, dass gerade bei unserem heutigen Thema viele Fragen kommen werden. Freue mich auch schon darauf, bin gespannt. Und die können Sie dort einfach hinmailen. Die kommen dann hier bei uns in der Unibibliothek an und ich werde sie dann nachher in der Moderation mit Frau Dr. Bosse gemeinsam diskutieren. Wir tun dann so, als ob Sie sozusagen hinter der Kamera hier sitzen würden. Jetzt aber genug der Vorrede und zu Ihnen, Frau Dr. Bosse. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, auch in diesen schwierigen Zeiten. Kontakt kam über Professor Stefan Schmidt zustande, der geschwärmt hat. Er hat einen Vortrag von Ihnen gehört. Er hat gesagt, das war so klar und so klinikbezogen, dass er gesagt hat, wir müssen Sie auf jeden Fall einladen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass gerade bei diesem Thema jemand spricht, der viel klinische Erfahrung hat. Sie sind ärztliche Psychotherapeutin, ärztliche Kollegin, haben früher mal, das ist schon eine ganze Weile her, als Narkoseärztin gearbeitet, dabei, wie ich weiß, auch viel mit Schmerzpatienten. Und das ist ja irgendwie so eine Verbindung, ja, Narkose vielleicht nicht unbedingt, aber mit Dissoziation hat es ja manchmal auch fast was zu tun. Und dann über die Schmerzmedizin hin zur Psychotherapie und haben sich eben schon sehr, sehr lange mit dem ganzen Spektrum der Traumafolgestörungen beschäftigt. Also einfache Traumatisierung klingt jetzt ein bisschen, Sie werden es wahrscheinlich auch noch mal erklären, aber eben Menschen, die ein einmaliges Trauma erlebt haben, aber auch mit Patientinnen mit komplexen Traumafolgestörungen, komplexen dissoziativen Störungen,
Da bin ich sehr gespannt, was Sie dazu zu berichten haben. Frau Dr. Bosse ist Leiterin des Trauma-Instituts Mainz, ein von der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie anerkanntes Weiterbildungsinstitut, aber eben parallel dazu durchgehend auch klinisch tätig. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen für heute Abend, die Verbindung von Theorie und den Verweis auf die Praxis. Wir haben ja schon in so ein paar Folien mal reinspitzen dürfen vorhin nebenbei. Von daher habe ich so einen Eindruck, was da auf uns zukommt und freue mich sehr und übergebe Ihnen jetzt das Wort. Herzlich willkommen in Freiburg. Ja. Dann erstmal vielen Dank für die freundliche Einführung und auch vielen Dank für die Einladung überhaupt. Ich fühle mich sehr geehrt und ich bin tatsächlich auch ganz glücklich, dass ich heute Abend zu Ihnen, vor Ihnen sprechen darf. Denn die dissoziativen Menschen, möchte ich fast sagen, die Menschen, die unter dissoziativen Phänomenen und Störungen leiden, liegen mir seit Jahren ganz besonders am Herzen. Nicht zuletzt deswegen, weil sie so oft durch die Maschen unseres sozialen und Gesundheitsnetzes durchfallen. Dissoziation als Überlebensstrategie, das ist die Überschrift und vielleicht auch die Herausforderung für viele, die nutzen müssen, mussten. Ich habe einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film mitgebracht, einen Körper mit System aus dem Leben einer multiplen Persönlichkeit, wie es früher hieß, die Nikki oder Nikis, wie sie oft auch über sich selber sagen, haben sozusagen über ihr inneres, äußeres Leben und Erleben berichtet und mir gestattet, einen kurzen Ausschnitt vorzuzeigen. Die Nikis sind früher viele, viele, viele gewesen, Überlebende aus rituellem Kontext und sind jetzt eine überschaubare Innengruppe, nenne ich sie mal, von 5 bis 7 Innenpersonen und einige von denen werden sich jetzt vorstellen. Das sind wir. Wir sind ganz viele. Leben in einem Körper und es werden sich jetzt einige von denen vorstellen. Also ich bin Gina, bin 24 Jahre alt und ich bin überwiegend auch draußen im Alltag. Und wenn ich im Inneren bin, dann passe ich auf die Kinder und auf die Jugendlichen auf. Und im Außen helfe ich Niki bei der Arbeit. Ja, meine Hobbys sind Inliner fahren und auch Fitnessstudio. Also aber überwiegend im Fitnessstudio. Ich heiße Burkhard. Ich bin zuständig also für im Inneren des Systems, passe auf die Kinder auf oder auch auf Jugendliche. Und meine Hobbys sind überwiegend Bogenschießen oder auch Drachen steigen lassen. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich bin die Nelo, bin 8 Jahre alt. Ja, und im System ist so, dass ich dann oft nur auf Cindy aufpassen muss, weil die so klein ist, dass die nicht rausflutscht. Ja. Und was mache ich gerne? Ich mache gerne Computerspiele oder ich gehe gerne mit Flöckchen in den Wald. Also ich bin der Toni und ich passe im Inneren auf oder mache auch draußen einiges am Computer. Meine Hobbys sind Inliner und Lesen und Bogenschießen. Ja, also ich bin Niki, bin 26 Jahre alt und manage das Außenleben. Da wir einen Beruf haben, also wir müssen 38,5 Stunden in der Woche arbeiten und ich muss auch dafür sorgen, dass die anderen Innenpersonen im Hintergrund bleiben.
Also sprich, dass sie während der Dienstzeit nicht nach draußen kommen. Also bei uns im Innern sieht es aus wie ein Haus, wie ein großes Haus. Aber was ich immer so auch sage, ist, dass wir überall sind im Körper. Nicht nur an einer Stelle, sondern überall. Ich hatte eine Luftmatratze gekauft mit Benjamin Blümchen. Und Niki hat die aufgepumpt und dann fand ich nur so. Und Niki war das ganz peinlich. Und dann bin ich damit ins Wasser gegangen, aber es ging nicht, weil mein Körper ja auch groß ist. Und dann bin ich immer wieder reingefallen. Okay, danke. Diese DVD kann man bestellen, wenn man das möchte, bei Lichtstrahlen Oldenburg, eben über die Nikis Lichtstrahlen Oldenburg, ein Körper mit System. Ein kleiner Ausschnitt daraus und nun erstmal mit einem fast sichtbaren Anfangsbild zu meinem Vortrag. Dissoziation als Überlebensstrategie. Ich habe es in sieben Abschnitte untergliedert, möchte beginnen von normalen Alltags- Transabsorptionszuständen bis hin zu der Dissoziation, so wie wir sie im klinischen Bereich kennen, macht dann einen kurzen Schlenker über die Urväter der Traumatologie und der Verdrängung, Janet und Freud, kommen dann ganz speziell nochmal darauf zu sprechen, was ist ein Trauma eigentlich? Und will dann über Besonderheiten der Wahrnehmung, der Gedächtnisverarbeitung und vor allem der traumatisch bedingten Gedächtnisveränderung etwas sagen, um dann letztlich das Modell der strukturellen Dissoziation vorzustellen und dann noch ausführlicher auf die dissoziative Identitätsstörung einzugehen, früher multiple Persönlichkeit oder multiple Persönlichkeitsstörung gehießen, um letztlich dann noch ein bisschen was zu sagen über die Besonderheiten der dissoziativen Identitätsstörung infolge ritualisierter und ritueller Gewalt. Von der Autobahntrance zur Dissoziation. Alltägliche Begebenheiten, wer kennt das nicht? Ich fahre mit dem Auto von Bingen nach Mainz und habe plötzlich das Gefühl, bin ich jetzt schon über diesen Berg gefahren oder nicht? War die Kirche schon oder kommt die erst? Ich war wach, ich bin gefahren, es war alles ordentlich und doch irgendwie fehlt eigentlich ein Stück des Weges. Das ist nicht weiter bedrohlich, das geht vielen Menschen so. Wenn Dinge automatisiert sind, messen wir ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Der Vorlesungsschlaf, oft genossen in vielen Vorlesungssälen, insbesondere früher, als es noch dunkel war, die Diapositive gezeigt wurden. Wir können es leider heute nicht exerzieren. Wahrscheinlich wird es Ihnen zu Hause im Wohnzimmer nicht ganz so gut gelingen. Ähnlich der kontemplative Kirchenschlummer, der Pastor predigt und ich folge im Prinzip. Obwohl ich da bin, weiß ich nicht wirklich, was er gesagt hat. Ich hänge meinen Gedanken nach. Die Aufmerksamkeit geht eher in die Breite als in die Tiefe. Und ich bin da, aber weiß eigentlich nicht ganz genau, um was es geht. Anders ist es bei dem kreativen Absorbiertsein. Das kennen Sie vielleicht, oder ich hoffe, Sie kennen es, sowas wie ein Schaffenshoch. Ich arbeite und arbeite und bin völlig vertieft in das, was ich tue, was ich nachgucke, was ich erreichen will. Kreativer Flow, vielleicht auch Kinder, die völlig absorbiert spielen und die Umwelt vergessen. Tagträumen ist ein ähnliches Phänomen, wo ich sozusagen meine ganze Konzentration eher dann vertiefend auf ein bestimmtes Thema richte. Und was der zerstreute Professor mit nach Hause bringt, wenn er statt seines Hutes plötzlich zwei Regenschirme in der Hand hat. Nun gut, darüber ist genug geschrieben und gelacht worden.
als pathologisches Phänomen tritt Dissoziation in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Es kann ein Symptom sein. Zum Beispiel kennen wir in der Klinik die dissoziativen Anfälle, die fürchterlich schwierig zu unterscheiden sind von den Temporallappenepilepsien. Das wäre ein Symptom. Es kann ein Defizit sein, eine Amnesie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt gar keinen Grund, warum ich es nicht wissen sollte. Es ist eine Lücke, es ist ein Loch. Es könnte auch ein Abwehrmechanismus sein. Da sind wir nicht so ganz sicher, ist es mehr Dissoziation oder mehr abgewehrt. Ich komme gleich darauf noch zu sprechen. Wenn wichtige Politiker zu wichtigen Fragen sich plötzlich gar nicht mehr erinnern können, es bleibt offen, wie das zu erklären sein mag. Wir können die Dissoziation auch verstehen als Prozess, ein prozesshaftes Geschehen, was mit der Länge der Zeit an Intensität zunimmt, wenn dem nicht gegengesteuert wird. Dissociation is a bad habit, sagen die Amerikaner. Immer wenn es eng wird, bin ich dann mal weg. Das ist ein prozesshaftes Geschehen und letztlich die strukturelle Dissoziation, das Modell von Neinhaus, Suzette Bohn und Onno van der Hart, was ich Ihnen nachher detaillierter vorstellen möchte. Dissoziative Phänomene in der Psychopathologie sind als Amnesie, Derealisation, Depersonalisation, Füg, Stupor, Bewegungsstörungen, Empfindungsstörungen und letztlich als Identitätsunsicherheit oder Identitätswechsel bekannt. Janet, der Ur- und Altvater der Traumatologie, gilt sozusagen als Erfinder der Dissoziation. Er forschte in Paris zusammen mit Charcot, hat viele hysterische Frauen untersucht und behandelt und hat die Dissoziation begriffen als etwas, was die Gesamtheit den Menschen schützt vor Unaushaltbarem. Auf ihn blickt sozusagen die Psychotraumatologie zurück. Er hat die Dreiteilung, die bis heute gültig ist, Stabilisierung, Traumaexposition und Traumaintegration bereits als handlungsleitend beschrieben. Freud nun, allen bekannt, der seinerseits auch in Paris war und dort tief beeindruckt war von den Forschungen Charcots und Janets, kam nach Wien zurück Ende des vorletzten Jahrhunderts und berichtete, so jedenfalls schildert es Mason, der nicht unumstritten blieb deswegen, berichtete vor den Kollegen und der Wiener Gesellschaft voller Euphorie, er habe das Caput Nili gefunden, die Ursache der Hysterie. Wiederum Mason und ein paar andere haben dann geschlussfolgert, dass die Rücknahme der Verführungstheorie eher auf soziale Faktoren zurückzuführen gewesen sein mag, als auf rein wissenschaftliche. Nachvollziehbar ist die Theorie, dass Caput Nili, sexuelle, inzestuöse Gewalt führt zur Ausprägung der Hysterie, auf nicht sehr bereitwillige Ohren gestoßen in Wien, denn die Hysterie zu der Zeit war ausgesprochen häufig und keineswegs nur auf Angehörige der niederen Klassen beschränkt. Ein paar Jahre später, bekanntlich, hat Freud diese Verführungstheorie, nicht das Kind verführten Vater, sondern der Vater verführtes Kind, zurückgenommen und zugunsten der Ödipus-Theorie des analytischen Denkmodells Ich, über Ich und Es verlassen, umgewandelt und die Analyse war geboren. Übrigens bleibt erstaunlich, dass mit der Geburt der Analyse für über 50 Jahre die Realtraumatisierung
im analytischen, psychotherapeutischen Denken kaum noch eine Rolle gespielt hat. Was ganz wichtig ist oder mir ganz bedeutsam erscheint, ist der Unterschied zwischen Dissoziation und Verdrängung. Janet hat die Dissoziation beschrieben als Desintegration. Das Überleben wird gesichert zulasten der Kontinuität in der eigenen Biografie, zulasten der Kontinuität der Erinnerung. Die Dissoziation betrifft fragmentierte Gedächtnisinhalte, die vorsprachlich sind, die gebunden sind an Sinneseindrücke, an Körperwahrnehmungen, die sozusagen zerebral noch nicht verstoffwechselt sind. Freud und der Begriff der Verdrängung beziehen sich ausdrücklich auf, wie kann es anders sein, versprachlichte, bereits gedachte, bereits gewusste Gedächtnisinhalte, die inkompatibel sind mit Ich- und Über-Ich-Strukturen. Besonders peinliche Dinge über mich, die muss ich mich nicht erinnern, muss ich nicht wissen, dürfen gerne in den Untergrund. Aber ich habe es schon mal gedacht. Ich habe schon mal versprachlichte Assoziationsketten darüber zur Verfügung gehabt. Das ist bei den dissoziierten Gedächtnisinhalten anders. Nun zum Trauma. Was ist ein Trauma? Salopp gesagt, ein Trauma ist, wenn man es im Kopf nicht aushalten kann. Das ist sehr knapp, aber dann doch recht treffend. Ein Trauma ist nur dann ein Trauma, wenn es die Verarbeitungsmöglichkeiten des Individuums übersteigt. Genau, wenn der Tiger mich frisst, das gehört nicht in mein Weltbild, nicht in mein Denken, dann muss ich es nicht eins zu eins merken. Ein Trauma, oder es wird immer wieder kritisiert, dass der Trauma-Begriff inflationär benutzt werde. Jede Backpfeife auf dem Schulhof ist schon ein Trauma. Das mag wohl sein, aber es wird immer wieder die posttraumatische Belastungsstörung in der Klinik auch erstaunlicherweise übersehen. Der Unterschied zwischen der Belastung und dem Trauma ist, ich mache Ihnen ein Beispiel, wenn meine Großmutter stirbt, bin ich bekümmert, weil ich sie lieb gehabt habe. Wenn die alte Dame vor meinen Augen vom Bus überrollt wird, ist sie letztendlich genauso tot. Aber mir geht es anders. Ich komme damit nicht klar. In mein Weltbild gehört das nicht hinein. Meine Welt steht Kopf. Ich kriege das nicht. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Und es bleibt vielleicht, wahrscheinlich, auch eine Weile dissoziiert. Fragmente kommen und gehen. Und die Dissoziation ist ein Maß. Die peritraumatische Dissoziation ist ein Maß dafür, wie wahrscheinlich und auch wie ausgeprägt die posttraumatische Belastungsstörung sein wird. Und je stärker die Traumatisierung ist, desto ausgeprägter sind in der Regel die Folgen. Also das Trauma erschüttert die Grundfesten meiner Welt- und Selbstsicht. Und Philipp Remsma, der ja bekanntlich 33 Tage als Geisel in einem Kellerverlies gefesselt war, glaube ich, an ein Heizungsrohr gefesselt war, der hat ein Buch darüber geschrieben, was sehr lesenswert ist, und er nennt das, was er dort eben nicht erlebt hat, er weigert sich, es Erlebnis zu nennen, er sagt, es sind Widerfahrnisse. Es gehört nicht in seine Welt, es gehört überhaupt nicht in die Welt eines Menschen, es ist ihm widerfahren und deswegen nennt er es Widerfahrnis. Und zunächst wird, mit Rückgriff auf Janet, das Überleben eben durch die Desintegration des Geschehens gesichert. Was überwältigend auf mich eindringt, das kann nicht verarbeitet werden. Und in der traumatischen Situation werden ja eine Unmenge an Botenstoffen, Neurotransmittern, Hormonen und so weiter ausgeschüttet, sodass wir gleichsam eine Überflutung des Gehirns haben mit
Glutamat, mit Cortisol, mit Adrenalin, mit Noradrenalin. Also Stoffe, die in hoher Konzentration auch schlicht neurotoxisch sind, die biochemisch, biologisch, neurophysiologisch etwas verändern in unserem Gehirn. Doch ehe die Veränderung stattfindet, gibt es eine Normalität. Die Normalität des Traumas ist, es trifft mich immer unerwartet. Es trifft mich immer wie der Blitz aus heiterem Himmel. Vorher habe ich gedacht, das Leben ist unter Kontrolle. Siehe da, das ist es nicht. Mir passiert etwas Entsetzliches. Und spätestens dann muss ich mich auseinandersetzen mit der eigenen Verletzlichkeit, was unangenehm genug ist. Und über eine Phase von 4 bis 6 Wochen darf ich dann durcheinander sein und diese 3 Päckchen sozusagen, Wiedererleben, Vermeidung, Übererregung, die sind erstmal ganz normal. Und normale Menschen können auch traumatische Begebenheiten integrieren in die eigene Biografie. Und dann heilt das wieder aus und oben sehen Sie, ist der Lebensfaden wieder ordentlich dick und das normale Leben geht weiter und diese Illusion, dass ich Einfluss habe und Kontrolle, lässt sich wiederherstellen. Und das ist Pi mal Daumen im einem Drittel der Fälle so, jedoch anders bei Vergewaltigung, Geiselnahme und Folter. Da sind die Traumafolgestörungsraten natürlich deutlich höher. Und je nachdem, wie lange Symptomatik persistiert, verändern sich auch eigene Kognitionen, Bewertungen, Haltung, Misstrauen tritt auf, Impulsdurchbrüche und so weiter. Das ist dann das, was wir als Traumafolgestörungen kennen. Nun ein kleiner Ausflug in die Wahrnehmung und das Gedächtnis. Man sieht nur, was man weiß. Das ist eine alte Weisheit, aber wenn Sie auf dieses Bild schauen, das kennen Sie wahrscheinlich, Bruegels Bauernhochzeit, werden Sie sich fragen, warum stelle ich Ihnen das vor? Genau deswegen, man sieht nur, was man weiß. Wenn Sie vorne mal sich auf die Füße konzentrieren, dann hat der Herr mit der langen weißen Schürze 2 ordentlich solide Füße, die stehen am Boden. Der Mann, der vor ihm, vor den Tellern, die beiden Handgriffe trägt, hat rechts einen ordentlich dicken, festen Fuß. Links, ja, und jetzt fängt es an. Links nach hinten ist ein Fuß mit einer Socke auf der Zehenspitze, der rollt ab, das könnte gut zu ihm passen. Und der Fuß, der links vorne, nach links vorne geht, scheint überhaupt gar nicht belastungstauglich, weil er damit nicht stabil stehen könnte. Also irgendwie sind da 5 Füße. Ich habe allerdings das auch erst vor 2 Jahren entdeckt. Undenkbares kann ich nicht denken. Wenn Sie sich vorstellen, in Äthiopien gibt es die Mursi-Frauen, die finden diese Tellerlippen schön. Ehe ich das gesehen habe, hätte ich mir das niemals vorstellen und niemals denken können. Nachdem ich es gesehen habe, finde ich es immer noch nicht besonders schön. Aber davor gab es keine Möglichkeit in meinem Kopf, an Teller in Unterlippen zu denken. Weil, na, es passt nicht. Wie komme ich dazu? Und vielleicht auch noch, man darf auch nicht alles glauben, was man denkt. Na? Das bekannte Beispiel mit den blinden Männern und dem Elefanten. Na, der eine denkt, das ist eine Säule. Der andere denkt, das ist ein Seil. Der dritte denkt, das ist ein Ast, der Rüssel. Der vierte denkt, oh, es ist ein Fächer, der hat das Ohr in der Hand. Der fünfte denkt, das ist wie eine Wand. Und den sechsten habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es waren 6. Gut, die waren blind, also deswegen passt es nicht ganz, man sieht nur, was man weiß. Aber gleichwohl, man kann auch nicht all das einfach für sich selbst akzeptieren, was man zu sehen glaubt. Okay, das Gedächtnis. Wir empfangen unsere Eindrücke über die Welt, über die Sinne. Das ist vielleicht banal, aber doch relativ wichtig.
nur das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und tasten können, können wir wahrnehmen. Ein Lebewesen, was nicht über diese Sinne verfügt, über gar keine davon, wird sterben. Ein Lebewesen, dem ein oder zwei Sinnesorgane fehlen, ist lebensfähig, überlebensfähig, aber unter Schwierigkeiten. Und das Gehirn selbst stellt sozusagen die Realität und die Wirklichkeit dar, in der ich lebe. Das Gehirn verschaltet sozusagen intrazerebral ungleich mehr, unendlich viel mehr neuronale Verknüpfungen, als von außen auf das Gehirn eindringen. Ich glaube, es sind weit über 90%, die intrazerebral hin und her verknüpft werden und im einstelligen Prozentbereich Sinneseindrücke, die auf das Gehirn treffen. Also das Gehirn ist gleichsam ein selbstreferenzielles Organ und erzeugt die Bedeutung dessen, was es sieht. Ne? Nicht das, was ich sehe, ist das, was ich sehe, sondern ich erteile ihm die Bedeutung von meiner jeweiligen individuellen Haltung und Herkunft mitbestimmt. Für das Gedächtnis sind zwei Bereiche von größter Bedeutung: das limbische System, die Amygdala und der Hippocampus. Die Amygdala, der Mandelkern, die Mandelkerne sind sozusagen die Notschalter, die Notaggregate, die Schaltstelle fürs Überleben schlechthin. In der Amygdala werden sozusagen die emotionalen Belange, die emotionalen Zustände moduliert und bewertet. Und folgerichtig, weil es um Not bzw. um Überlebensnotwendiges geht, ist die Amygdala so geschaffen, dass sie nichts vergisst. Immer und immer und immer bleibt gespeichert, wo Gefahr ist, wo das gute Futter zu finden ist und wo der beste Sexualpartner anzutreffen ist. Denn diese drei Dinge sichern der Spezies das Überleben. Und diese Gedächtnisinhalte, die in der Amygdala gespeichert sind, die nennt man implizites Gedächtnis und sie sind zeitlos, sie sind ohne Kontext und sie sind nicht versprachlicht. Ein Beispiel vielleicht, mir geht es so, wenn ich Lavendel rieche, und schon muss ich lachen, wenn ich Lavendel rieche, dann denke ich an meine Großmutter. Die hatte ein Fläschchen Lavendel und pflegte immer ein Tröpfchen auf das Taschentuch zu geben. Und ehe das Tüchlein in die Handtasche kam, ehe sie in die Stadt ging, hat sie immer das Lavendelwasser benutzt. Und wenn ich Lavendel rieche oder daran denke, dann werde ich ganz glücklich, weil ich mich erinnere, wie schön das war. Ich habe diese Großmutter sehr geliebt. Na, zeitlos, dann ist es da. Präsent, kein Kontext, ich rieche es und bin glücklich. Der Hippocampus hinwiederum ist der Archivar des Gedächtnisses. Er ist zuständig für das explizite Gedächtnis, für die Weiterleitung, wenn man so will, von Sinnesreizen, die in Großhirn versprachlicht werden, die verknüpft werden über die Sprachzentren und assoziativen Zentren, die bewertet werden, biografisch, episodisch, faktisch, mit Raumzeitzuordnung, mit Kontexten. Ich bin heute Morgen von Mainz nach hier gekommen und jetzt bin ich hier unterwegs, habe ich im Zug irgendwie was erlebt oder nicht, war ein bisschen aufgeregt, ehe ich hier gelandet bin und stehe jetzt vor Ihnen und rede. Das ist eine biografische Episode in meinem Leben, auf die ich zugreifen kann. Der Ausflug über die Gedächtnisstrukturen war mir wichtig, weil im traumatischen Moment zwar die Sinneseindrücke ins Gehirn eintreffen,
aber die Kontextualisierung nicht mehr stattfinden kann. Und dann, wenn diese dissoziative Barriere sozusagen runtergeht und fällt, zwar Vielfältiges erinnert, triggert, also ein Geräusch, ein Bild, ein Geruch, ein Gefühl, ein Gedanke, all das kann diese intrusiven Erinnerungen wieder auslösen, aber dummerweise kann man nicht wirklich willentlich darauf zurückgreifen, so wie ich auf diese Episode mit der Bahnfahrt zurückgreifen kann. Brauche ich nicht, aber kann ich. Okay. Vielleicht noch ein letztes zur Gedächtnisverarbeitung. Widerfahrnisse, sagt Remsma. Wir brauchen, um was lernen zu können, ein gewisses Erregungsniveau. Vorhin habe ich gesagt, Vorlesungsschlummer oder Autobahntrance. Da kann ich nicht mehr viel lernen in dem runtergefahrenen Zustand. Auf der anderen Seite, wenn ich im traumatischen Moment übererregt bin, wenn sozusagen alles in mir kämpfen oder fliehen ruft, ich aber mit dem Rücken an die Wand stehe und nicht weiter komme, weil wo soll ich denn hinlaufen? Ich kann ja nun genau nicht fliehen. Gegen wen soll ich denn kämpfen? Ich bin ja machtlos und ohnmächtig. Dann bin ich ausgebremst und dann sozusagen komme ich aus dieser Erregung nicht raus und dann kann ich aber in dieser Übererregung auch nichts, gar nichts aus der Situation lernen und mitnehmen. Das gelingt vielleicht später bei der Verarbeitung, bei der Traumaintegration, bei der Bewertung. Aber in diesem maximalen Erregungszustand bin ich lernunfähig. Nun zur strukturellen Dissoziation. Neinhaus, Bohn und von der Hart haben die strukturelle Dissoziation in drei Ebenen unterschieden. Die erste Stufe ist die der posttraumatischen Belastungsstörung. Die zweite Stufe ist die der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, Folgestörung, auch Borderline-Persönlichkeitsstörung, emotional instabile Persönlichkeitsstörung oder eben DDNOS, andere dissoziative Störungen, die noch nicht ganz klar festgeschrieben sind. Und letztlich in der dritten Stufe die dissoziative Identitätsstörung. Ich habe Ihnen zur Illustration ein paar Bilder mitgebracht. Was sehen Sie hier? Ein Papagei, möchte man meinen. Ja, auch. Was hat der Papagei mit der ersten Stufe der primären strukturellen Dissoziation zu tun? Nicht sehr viel. Außer man sieht nur, was man weiß. Es ist ja nicht nur ein Papagei, es ist auch eine Frau. Der Schwanz des Papageis ist der linke Fuß. Der sozusagen der Kopfspitze des Papageis ist der linke Arm. Hier ist der Ellbogen. Der rechte Arm, die rechte Hand, ist die Kralle und das linke Bein ist sozusagen der Flügel. Und da sehen Sie, es ist ein Mensch, es ist ein Papagei, es ist beides. Die erste Stufe der primären strukturellen Dissoziation ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Außenperson und ein emotionaler Anteil miteinander oder nebeneinander vorhanden sind. Vorhin habe ich gesagt, meine Großmutter ist vom Omnibus überrollt worden. Ich bin ziemlich gut, ziemlich klar. Ich organisiere die Beerdigungsunternehmer und Kripo und die Verwandten und die Blumen und den Grabschmuck und das Kaffee trinken und das kriege ich alles gut hin. Und dann holt es mich wieder ein und ich bin außer mir und wie kann ich nur und habe ich denn nicht und hast du denn gesehen und wie entsetzlich sah das aus? Und es schwankt hin und her und wieder zurück. Auf der nächsten Stufe der strukturellen Dissoziation, der zweiten sekundären strukturellen Dissoziationsstufe,
haben wir eine anscheinend normale Außenperson und mehrere emotionale Anteile. Das entspricht der komplexen Traumafolgestörung, vielleicht auch der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder instabile Persönlichkeitsstörung. Ich stehe hier, ich trage das vor, was ich mir vorgenommen habe zu berichten, und etwas anderes in mir, was gerade nicht da ist, aber ich weiß, dass es vorhanden ist, ist vielleicht ganz klein und ganz ängstlich und denkt, oh, machst du nicht schon wieder alles verkehrt und oh, du kannst es nicht und oh, lass es doch gleich bleiben. Und etwas anderes in mir ist heute im Zug gefahren, hat sich fürchterlich aufgeregt und könnte vor Wut platzen, weil, weiß ich nicht, der Bahnschaffner unfreundlich war. Ne? Ich weiß, es gibt das eine und das andere, das ist mir bewusst, und Gott sei Dank sind die einen und die anderen im Hintergrund. Was sehen wir hier? Das Chamäleon, Sie ahnen es schon, besteht aus zwei Menschen. Der obere Mensch, das ist das Ende, Schwanzende des Chamäleons, der hat den Kopf sozusagen natürlich ganz vorne, und der Zacken oben, das ist das Bein des unteren Menschen. Der untere Mensch hat den rechten Arm auf dem Ast, die Finger sind gespreizt, und sein Bein nach oben über den Kopf des oberen Menschen geklappt. Der obere Mensch hat die Schulter und den Arm zum zweiten Fuß. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Ich habe leider keinen Pointer hier, sodass ich es schlecht am großen Bild Ihnen zeigen kann. Aber ich hoffe, Sie können es nachvollziehen. Oder Sie haben noch Gelegenheit, später genauer nachzugucken. Okay, die tertiäre strukturelle Dissoziation, die dritte Stufe, das wäre dann die dissoziative Identitätsstörung. Da haben wir mehrere anscheinend normale Außenpersonen und mehrere oder viele emotionale Anteile. Diese schöne Blume, die Sie sehen, die Blüte und die zwei Nachbarblüten, das sind viele, viele, viele Menschen. Viele Hände, viele Füße, viele Menschen. Ich finde, es ist ein gutes Bild oder Sinnbild für ein multiples System, die ja eine erhebliche Größe auch haben können, die Innenwelt solch eines multiplen Systems, und die tatsächlich nebeneinander vielleicht existieren und gar nichts voneinander wissen oder auch gar nichts voneinander wissen dürfen. Die dissoziative Identitätsstörung ist gar nicht so selten. Sie ist ungefähr so häufig wie die Schizophrenie und wird am liebsten mit ihr verwechselt. Die dissoziative Identitätsstörung wird zurückgeführt auf schwere frühkindliche Gewalterfahrung mit todesnahem Erleben, manchmal auch mit real existierender Todesnähe. In der Regel sind die Kinder unter 5 bis 6 Jahren, weil danach sich eine dissoziative Identitätsstörung nicht mehr ausbilden kann. Es mag zusammenhängen mit der Gehirnreifung, mit der Hippocampusreifung. Wenn der fertig ausgereift ist, scheint sowas wie eine komplette Desintegration oder Abspaltung, es ist ja keine Abspaltung, es ist ein Mangel an Integrationsleistung, aber das eben ist nicht mehr möglich, wenn es ausgereift ist und man diesen Mangel an diese Desintegration man nicht mehr sozusagen leisten kann. Erwachsene Opfer von Folter und Gewalt können wahnsinnig werden. Man kann Leute in den Wahnsinn, in die Psychose foltern, aber man kriegt sie nicht mehr multiple. Das geht nur im frühen Kindesalter. Und in der Regel sind es natürlich auch Traumatisierungen, die mit Verraten und Verkauf zu tun haben. Und sozusagen die gültige Aussage ist, solange eine gute Bindungsperson existiert, wird man nicht multiple, wird man nicht vielfältig. Das heißt, sie haben niemand, die haben nichts und niemand, der helfen kann, den Horror zu integrieren.
Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Diagnose so ungern gestellt wird in psychiatrischen Fachkreisen. Das Leben mit einer dissoziativen Identitätsstörung ist vielfältig, sonderbar und sehr anstrengend. Die leben in zwei Welten, die sprechen in zwei Sprachen, die sind oft in unserer Alltagssprache sprachlos und begreifen überhaupt nicht, was los ist. Die müssen oft mühsam lernen, dass Freundlichkeit vorkommen kann, ohne den Pferdefuß der Erpressung, ohne die Gegenleistung. Oft haben diese Menschen, sind mehr Frauen als Männer, Brüche in der Schul- und Berufslaufbahn. Oft jedoch sind sie auch beruflich durchaus erfolgreich. Und ein Teil kann eine Schul- und Berufskarriere machen. Häufig sind sie in der Lebensperspektive eingeschränkt, häufig auch im Wunsch nach Familie und Normalität. Und häufig leiden sie unter der Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen. Zum einen, weil auch hier gilt, Undenkbares kann ich nicht denken. Wenn ein Kind aufwächst unter Gewalt und Gewalt und Gewalt und Sadismus, ist es unvorstellbar, dass Hilfe kommen kann. Also auch das müssen die erst wirklich lernen. Im Somatischen haben wir sowohl ein Überschätzen als auch ein Unterschätzen von Krankheitsbildern. Und dann haben wir das verrückte Phänomen, dass unterschiedliche Innenpersonen unterschiedliche Krankheiten haben können. Vielleicht haben Sie gehört vorhin bei den Nickys, Toni spricht ein bisschen angestrengt. Toni hat Asthma, die anderen nicht. Also muss sie gucken, dass Toni die Asthma-Medikamente nimmt. Wenn Nele die Asthma-Medikamente nimmt, ist es nicht gut. Denn erstens hat Toni dann keine gekriegt und zweitens ist Nele überdosiert. Das gibt es tatsächlich. Und außerdem sind die Mehrzahl der Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung anfällig für Störungen des Immunsystems, weil der maximale Dauerstress einfach zu einer chronischen Entzündung führt und dadurch die Immunlage schlecht wird. Okay, die Diagnose einer Diss ist lang, mühsam, aber möglich. Erstens muss man danach fragen. Wenn man nicht danach fragt, wird man es nicht erfahren. Ganz besonders kann und muss man fragen nach Zeitverlusten. Fehlt Ihnen Zeit? Da sagen Leute wie Sie und ich vielleicht, naja klar, irgendwie der Tag hat immer nur 24 Stunden, wie ärgerlich. Hätte er zwei mehr, käme ich besser rum. Patienten mit einer dissoziativen Identitätsstörung sagen, wie meinen Sie das? Und wenn man dann sagt, ja, wie meinen Sie denn? Was könnte das sein? So wie wenn ich in die Arbeit gehe und eigentlich gehe ich so, dass ich um 8 da bin und plötzlich komme ich erst um 10. Ja, so ich zum Beispiel, so könnte ich was meinen. Und dann haben wir schon etwas, worüber wir uns austauschen können. Wechselnde Fähigkeiten, wechselnde Vorlieben. Unterschiedliche Innenleute haben unterschiedliche Fähigkeiten und Vorlieben. Nele spielt gerne im Sand. Burkhard möchte Bogenschießen. Also es gibt wie bei der Psychose, bei der Schizophrenie, negative Symptome und positive Symptome. Negativ, es fehlt etwas. Positiv, ist es etwas zu viel. Was nun fehlt? Gedächtnis, Lücken gibt es, Amnesien. Oft hüpfen sozusagen diese Menschen innerlich von Gedächtnisinsel zu Gedächtnisinsel und konstruieren sich den Alltag, wenn man danach fragt, weil so viel zwischendurch fehlt. Depersonalisation und Derealisation, der Körper verändert sich, die Umwelt verändert sich und oft verändert sich die gesamte Gefühlslage, am liebsten nichts zu fühlen, was aber auch das Leben schwierig macht. Im körperlichen Bereich gibt es oft ein fehlendes Schmerzempfinden. Wenn Sie einen Verdacht haben, können Sie schon mal fragen, ob dies die Menschen sind, die beim Zahnarzt eine Wurzelbehandlung ohne Narkose über sich ergehen lassen. Es gibt sie und ich glaube, es ist nicht gut. Zeitweiliger Verlust von Sinneswahrnehmung. Ich kann nicht sehen, ich kann nicht hören, zum Teil auch ich kann nicht sprechen. Und motorische Funktionsausfälle. Plötzlich ist mein Bein weg und ich stolper. Positive Symptome, etwas zu viel, Stimmen hören,
plötzlich auftretende Emotionen, die von irgendwoher kommen, Flashbacks, Erinnerungen und Körperschmerzen, die sozusagen von innen vorgeschickt werden und Körpererinnerungen darstellen und oft schwer abzugrenzen sind von realen Erkrankungen. Stimmen hören, was nun ist der Unterschied zwischen den vielfältigen und den schizophrenen Bildern? Die vielfältigen würden die Stimmen immer im Kopf hören und es gibt innere Dialoge, Auseinandersetzungen. Die Stimmen haben oft auch natürlich Gesichter, die haben Gestalten und die schizophrenen Wahrnehmungen sind eher von außen. Zum Beispiel das Radio spricht zu mir oder die Steckdose oder wer auch immer und sind wenig gesprächsfähig, wenig dialogfähig. Okay, der Nachweis tatsächlich ist positiv zu führen. Die Diagnose einer dissoziativen Identitätsstörung ist keineswegs eine Ausschlussdiagnose. Ach, das ist alles so schwierig, dann wird es das schon sein. Nein, wir können es wirklich präzise diagnostizieren und wir müssen es auch präzise diagnostizieren. Die biografischen Anamnesen sind oft erstaunlich leer, ganz blande, ganz unauffällig. Wie war es zu Hause? Ach, schön. In der Schule? Gut. Freundin? Kein Problem. Und wenn man sagt, ja, und wie war es denn in Einschulung? Ja, war schön. Können Sie sich erinnern? Na ja, klar, ich bin in die Schule gekommen. Da war ich dann in der Schule, klar, Einschulung natürlich. Ja, also es wird viel nivelliert und das ist vielleicht in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Die dissoziative Identitätsstörung entsteht unter der Überschrift, du sollst es nicht merken und ich soll es nicht merken. Es ist keineswegs eine Diagnose, wo Leute kommen in die Praxis oder ins Krankenhaus und sagen, ich bin nämlich vielfältig. Ich bin multiple, meine Kinder wollen gern Kakao trinken. Nein, die sind maximal bemüht, das nicht zu zeigen. Die sind beschämt, die wollen das nicht wissen und die wollen das auch nicht wahrhaben. Und tatsächlich hat mich mal eine Patientin gefragt, kann ich nicht einfach ganz normal verrückt sein, muss ich das haben? Ich habe gesagt, leider, leider, normal verrückt ist jetzt gerade nicht mehr dran und nicht mehr drin. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich will Sie nicht plagen mit den einzelnen Diagnoseverfahren. Ich habe die nur aufgeführt, um nochmal wirklich deutlich zu machen, das ist tatsächlich solide, diagnostizierbar und es ist auch wichtig, dass man es diagnostiziert, denn Sie werden keinen Schritt weiterkommen, wenn Sie eine dissoziative Identitätsstörung nicht als solche erkennen. Und die Aussage, ich glaube nicht an Diss, kommt mir so vor wie ein Chirurg, der sagt, ach wissen Sie, ich glaube nicht an rupturierte Appendizitis. Das führt auch nicht wirklich zum Erfolg. Okay. Und letztlich, es gibt sie, die gezielt absichtlich hervorgerufene Dissoziation. Ursula Gass, die sich darüber, über die Diagnostik bei dissoziativer Identitätsstörung habilitiert hat, sagt, 97% aller DIS-Patientinnen, Patienten, die sie gesehen hat, haben eine Gewaltanamnese, 3% nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo die anderen 3% herkommen. Gewalt heißt nicht immer nur sadistisch gequält. Vor allem früher hat man Kinder in operativen Eingriffen unterzogen, die ohne Narkose durchgeführt wurden oder ohne angemessene Schmerzlinderung, noch zu meinen Anfangszeiten als Krankenschwester in den 70er Jahren, habe ich gelernt, die kleinen Kinder haben noch keine Schmerzen, weil die Gehirnreifung noch nicht vonstatten voll ausgeprägt ist. Und entsprechend ist man mit denen umgegangen. Also es mag sicher einige Menschen geben, die einfach sozusagen Medizinfolter, wie soll man es anders nennen, operative oder diagnostische Eingriffe über sich ergehen lassen mussten, ohne Unterstützung, denn man hat auch die Kinder früher in den Kliniken nicht im Mutter-Kind-Zimmer gemeinsam beherbergt. Im Gegensatz jedoch dazu gibt es die absichtlich herbeigeführten Dissoziationen,
die mit Konditionierungs- und Programmierungsprozessen einhergehen. Das ist extrem unangenehm und extrem unappetitlich. Das möchten wir uns nicht gerne klar machen. Aber wenn Sie überlegen, wie viel Abbildungen von Pädokriminalität und Kinderfolterdokumentation jeden Tag weltweit im Netz abgerufen werden, dann müssen diese Kinder irgendwo herkommen. Und die müssen irgendwo und irgendwie unter größten Qualen trainiert worden sein. Denn freiwillig machen kleine Kinder das nicht. Und ich habe hier den Begriff der Kinderfolterdokumentation gewählt, weil aus betroffenen Kreisen nicht zu Unrecht der Begriff Kinderprostitution abgelehnt wird. Wenn schon Prostitution von erwachsenen Frauen fragwürdig freiwillig ist, so kann man bei kleinen Kindern ganz sicher nicht von einer Freiwilligkeit ausgehen. Und Kinder, die sozusagen zwangsweise verkauft werden zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, die werden darauf trainiert und das geht nur mit Folter. Wenn Sie an das Kind von Staufen denken, wenn Sie an diese vielen, vielen, vielen zigtausend Bilder von Lüttke denken, dann muss man sagen, doch, es gibt es. Und letztendlich, ja, es gibt es auch in Kulten, in Sekten und faschistoiden Gruppen. Da ist sozusagen eine ideologische Überhöhung relevant, die bei reiner Ausbeutung nicht solch eine große Rolle spielt. Und wenn diese ideologische Überhöhung, das ideologische Übersystem sozusagen zum Glaubensgrundsatz einer ganzen Gruppierung und dann auch dieser Kinder wird, dann ist es doppelt schwer, die aus diesem wirklich verkehrten, verrückten Weltbild und Denksystem rauszulösen oder ihnen behilflich zu sein, dass sie sich daraus lösen können. Denn dann findet sozusagen alles eigentliche Leben innerhalb dieser Ideologie statt und das außerhalb ist nur verbrachte Zeit. Und das ist extrem schwierig, aber nicht aussichtslos. Ja, ich komme zum Schluss und habe nochmal ein Bild eines vielfältigen Systems mitbringen dürfen. So sieht sie sich und es sind viele, 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 viele Fragmente. Diese Frau ist hochfunktional, hat gerade ihre Masterarbeit mit 1 abgeschlossen und ist extrem fragmentiert und immer wieder suizidal. Und vielleicht kann ich Ihnen noch ein Gedicht von einem anderen viele System vorlesen, was ich verwenden darf. Der Wahnsinn wohnt im eigenen Kopf. Fremde, die Zeit wollen, den Körper. Dinge tun, die ich nicht will. James, der Schwule, immer auf der Suche nach schnellem Sex. Tom, der Beständige, heterosexuell, in Beziehung mit einer Frau. Beide im Körper eines Transmannes. Pierre, der Vernünftige und Moralapostel. Mädchen und Jungen, die einfach spielen und toben wollen. Lovely, asexuell, elfengleich, zart und doch oberste Instanz der Seele. Schatten, unheimlich, ohne Namen. Störer, Beobachter, Saboteure, verletzte, kleine, schreiende Kinder und Säuglinge. Abgesplitterte Zeugen der Gewalt. Alle lange unerkannt und unbeachtet. Sie alle wohnen in einem Haus, in meinem Kopf und in meinem Körper. So schwer zu akzeptieren, mich mit ihnen zu verständigen. Sie nicht mehr zu missachten. Lieber wäre ich allein, normal, nicht traumatisiert. Hätte mein Leben für mich statt mit ihnen. Doch, sie sind alle Teile von mir. Ich bin sie
Sie sind ich. Jeder von ihnen entstanden, um mich und uns zu schützen. Nur deshalb lebe ich noch. Danke. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Überlebensstrategien mit und durch Dissoziation. Und ich freue mich auf Fragen. Vielen Dank, Frau Bosse, für diesen sehr, wie ich es eben auch schon angekündigt habe, ich wusste es ja nicht im Detail, aber ich habe es mir eben, wie gesagt, schon gedacht, sehr kliniknahen, sehr, sehr patientennahen Vortrag. Und wir haben auch schon gleich die erste Frage, sodass ich gerne mit einer Frage aus dem Publikum einsteigen würde und nicht aus unseren Kreisen. Und die Frage ist die, eigentlich ganz spannend, können denn von diesen Innenpersonen auch einzelne Personen sterben, wenn die beispielsweise krank sind oder sich eben nicht kümmern? Also kann sich denn im System dann sozusagen dadurch auch was verändern? Das ist eine wunderbare Frage. Ich behaupte, und bin nicht ganz allein damit, ich behaupte nein. Weil alles zusammengehört. Und ja, ich könnte natürlich im kalten Winter mir den Fuß abfrieren. Stimmt, dann sterben Zellen, ja. Und dann muss ich leider den Fuß auch amputieren lassen, weil sonst sterbe ich. Ne? Also das ist schon sehr schwierig, wenn da innen drin jemand sozusagen so nah am Tode ist, nur innen. Auch das ist schwierig. Aber nachdem alles zusammengehört, ist es nicht möglich, dass ein Innenanteil stirbt, aber es ist möglich, dass sie abtauchen. Und dann wie tot oder wie Schneewittchen oder unauffindbar, das gibt es ja. Das ist dann eigentlich auch jetzt eine Frage von mir, so das Therapieziel, dass man innerlich so viel Ordnung herstellt, dass dann diese einzelnen, vielleicht eben störenden, querulatorischen, hinderlichen Anteile so integriert werden und in den Hintergrund treten? Oder kann man die, Ihrer Meinung nach, kann man diese Störung so heilen, dass das System quasi eine Restitutio ad integrum, also eine völlige Wiederherstellung des Normalen erfährt, so wie wir es ja glücklicherweise bei Typ 1, also einzelnen Traumata, durchaus erreichen können? Also ist jetzt mal so eine Frage, die ich als Kliniker natürlich irgendwie, ne, wo ich auch eine Idee dazu habe, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass das viele, viele Laien auch interessieren dürfte. Wunderbare Frage. Typ 1 Trauma, wirklich PTSD, hat eine Restitutio ad integrum Heilungschance von 80%. Also wenn ich jede psychiatrische Diagnose mir aussuchen würde, würde ich einfach eine PTSD nehmen. Aber Restitutio ad integrum, also habe ich noch nicht gesehen. Aber ein vergleichsweise gutes Leben haben, durchaus. Und ein vergleichsweise gutes Leben, dann bin ich doch wieder bei Freud, ist sozusagen, wenn das neurotische Leid in ein normales gewandelt wird. Also wir haben es alle nicht nur nett. Das ist auch Patienten, die so Schlimmes überlebt haben. Leider bei denen nicht anders. Aber früher hat man postuliert, nur die Integration wäre das Klassenziel der Heilung. Das, wie die Nikis auch darstellen, sehe ich nicht so. Aber also es gibt ja multiple Systeme mit über 200 Innenleuten. Oder Herr Jatzko berichtet von einem System mit über 1000. Wie wollen Sie denn das verwalten? Also ne, da muss ein bisschen Struktur und Integratives geleistet werden, damit es überhaupt einen geregelten Alltag gibt. Niki kriegt das gut hin. Also mein Stichwort ist immer Basisdemokratie. Ne? Das heißt, alle können damit leben, dass wir das und das tun. Und Demokratie hieße, 51% wollen sich umbringen, dann ne, nimm den Strick. Nein, das geht nicht. Ne? Ein Veto heißt, es wird sie noch nicht umgebracht. Also es gibt die Frage der Absprachefähigkeit, der Lernfähigkeit, auch des Teilens von Leid. Die denken ja am Anfang natürlich, was sollen sie sonst denken, nur in der Dissoziation liegt das Heil. Das heißt, wenn sozusagen Gedächtnisinhalte von diesen wegdissoziierten Innenanteilen in den Alltag schwappen, dann denkt die ANP-Alltagsperson, das halte ich nicht aus, weil deswegen war es ja weg. Und wenn ihr aber lernt, es auszuhalten und erfährt,
Durch die Nähe erfährt sie nicht nur vom Leid des inneren anderen, sondern erfährt auch dessen Unterstützung und Liebe und Zuwendung. Und ne, dann kann sich ganz viel verändern. Genau, ich sage Ihnen nochmal die Internetadresse, wenn Sie Fragen schicken wollen, sehr gerne. Die kommen bei uns auch noch an. Die Adresse ist einfach psm.colloquium@uniklinik-freiburg.de. Und wir haben hier eine Frage aus dem Publikum. Erstmal eben an Sie gerichtet, Frau Dr. Bosse. Vielen Dank für den Vortrag. Die Frage kommt von einer psychologischen Psychotherapeutin, die seit kurzem eine Patientin mit dissoziativer Narkolepsie hatte und PTBS diagnostiziert hat. Die Anfälle dauern von wenigen Minuten bis mehreren Stunden. Die Patientin schläft im Stehen ein und ist nicht erweckbar. Ob Sie einen Tipp hätten, eine Idee dazu, vielleicht auch Literatur, und vielen Dank im Voraus. Also das ist natürlich wahrscheinlich schwierig, so eine Patentlösung, aber Patentlösung ist schwierig. Und wenn ich jetzt sage, sie soll ihr dringend davon abraten, das zu tun, dann klingt es spöttischer, als es gemeint ist. Aber ich sagte eingangs, Dissociation is a bad habit. Don't do it. Also die Patientin schläft nicht einfach im Stehen ein, sondern es gibt ein ganz, ganz, ganz kleines Zeitfenster, wo sie realisiert, oh, ich will nicht mehr. Und dann schläft sie ein. Und wenn sozusagen dieses Zeitfenster aufmerksam von beiden wahrgenommen, beobachtet und vielleicht auch ausgeweitet wird, könnte sich was ändern. Und es ist, glaube ich, keine Narkolepsie, sondern ist eher ein Stupor oder eben eine, wenn sie umfällt dabei, dann vielleicht auch ein dissoziativer Anfall. Und einfach mal Pi mal Daumen, man kann wegsehen, weghören, aber nicht wegriechen. Lavendel, ich sagte schon Lavendel. Sie soll ja Lavendel, also wenn sie das mag. Wenn sie es nicht mag, nimm was anderes. Ich mag Lavendel. Also ein ganz praxisnaher Tipp. Erinnert mich an die Anekdote, die ich mal bei unserer früheren leitenden Psychologin in München miterlebt habe. Die hatte eine Patientin in Behandlung mit einer dissoziativen Störung und dann hat sie irgendwann gesagt, das ist jetzt Schluss. Er hat immer am Ende der Therapiestunden angefangen zu dissoziieren und dann hat sie sie irgendwann einfach auf einen rollenden Bürostuhl gesetzt und hat sie am Ende der Therapiestunde immer vor die Tür gerollt und dann war das irgendwie so witzlos, dass sie dann meistens nach wenigen Minuten aufgestanden ist und gegangen ist. Bad Habit-Ding finde ich. Don't do it. Ja? Ne? Genau. Also das ist, da müssen wir aktiv uns drum bemühen und sie muss vor allem die Verantwortung dafür der Patientin zurückgeben. Mhm. Ne? Die Kollegin muss sich nicht drum kümmern, dass es aufhört. Die Patientin muss sich drum kümmern, dass es aufhört. Wir können nur behilflich sein. Und hätten Sie denn nochmal Nachfrage, einen heißen Literaturtipp, also irgendwie so ein Buch? Manchmal gibt es ja Bücher, die man selber so gerne auch nochmal zu Rate zieht oder. Den allerheißesten von allen heißen Literaturtipps, den gebe ich Ihnen gerne. Es ist aber sportlich. Das ist die Traumatrinität von Ellert Neinhaus. Okay. Zusammen wenig mehr als 1200 Seiten. Lohnt sich. Okay. Am besten in so einem bisschen dreamy State dann lesen. In so einer leider nicht. Ist anspruchsvoll. Nicht, ist anspruchsvoll. Gut. Aber das ist wirklich, also Ellert Neinhaus ist sicher führend. Ein großer Name, ja. Haben wir noch eine Frage, die ist so ein bisschen eine sicherlich heikle. Ich hatte sie in diese Richtung gehend auch schon im Hinterkopf, habe schon überlegt, ob ich sie Ihnen gleich zumute. Aber also erstmal eben Rückmeldung hier, grandioser Vortrag, vielen Dank. Und dann, mich würde interessieren, wie sehen die Grundzüge der Therapie aus? Und das habe ich eben auch gedacht. Also Heilung ist vermutlich nicht möglich. Ist es im Prinzip das Lernen der betroffenen Person, damit umzugehen? Ja, also Basisdemokratie ist ein Prozess, kann man lernen, dauert lang. Die Grundzüge der Therapie sind lang, 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 lang. Also das Gedicht von diesem Transmann, der ist, glaube ich, erst 4 Jahre da. Ich habe hier noch ein paar Zeilen von einer Frau, die war 11 Jahre da. Also es sind einfach richtig lange Prozesse und ein bisschen können Sie sich vorstellen, ist es wie nochmal, nicht wie nochmal Kind sein, aber wie nochmal Kindheit nachholen. Also die Mutter sagt, doch, das tut weh, wenn man hinfällt, doch, wenn das blutet, darf man ein Pflaster kriegen. Ne? Also Bestätigung von normalen Wahrnehmungen, Erkennen, Bestimmen von Gefühlen, von affektiven Zuständen,
helfen bei der Gefühlskontrolle. Das, was machen wir mit Kindern? Ne? Die sind hingefallen. Wow, tut es weh? Ja, das tut weh. Musst du noch mehr weinen? Bist du schon fertig? Okay, wollen wir jetzt schon ein Pflaster? Guck mal, ich habe ein schönes, buntes, grünes Pflaster. Wollen wir das Grüne nehmen oder das Blau? Ne? Also wir bestätigen die in ihrem Kummer, in ihrem Schmerz und tun ein bisschen was dagegen. Ne? Und es sind einfach Lernprozesse und immer wieder Psychoedukation, Aufklärung. Vielleicht passt es ganz schön. Was hat geholfen, schreibt sie. Ich war so erleichtert zu hören, dass wir nicht verrückt sind. Dass es normal ist, Stimmen im Kopf und Gespräche zu hören. Da war die erleichtert. Dass man sich nicht erinnern kann, ist normal für die. Das darf so sein. Es darf sich auch ändern. Aber erstmal die Akzeptanz, also die Akzeptanz der Diagnose, die Dauer der Therapie, das Mühselige des schrittweise erkennen Könnens, was wirklich passiert ist diesem Körper, das Akzeptieren dessen und auch das Integrieren. Und eben, wie Sie angedeutet haben, schon auch sehr lange Therapien. Lange Therapie. Ja. Niederfrequent, also wie oft sehen Sie Patienten? Nichts niederfrequent. Ja. Mehrmals die Woche. Na, eigentlich am liebsten einmal die Woche, manchmal eine Doppelstunde. Weil ne, wenn so viel zerfleddert ist, dann kriegt man in 50 Minuten oft kaum den Faden hin. Das ist ja eine wichtige Info auch, also wirklich lange Therapien, eben mindestens eine Stunde die Woche, manchmal sagen Sie Doppelstunden über viele Jahre. Großer Unterschied zur Behandlung von akut Traumatisierten. Absolut. Die akut Traumatisierten sind in 10 bis maximal 20 bis 30 schon richtig viel, Stunden sind die wieder wirklich gut am Laufen. Und hier Vertrauensaufbau und Beziehung und Stabilität und Psychoedukation und Aufklärung und Krisenmanagement und Suizidalität und Beziehung und Beziehung und Beziehung und Beziehung. Na, das dauert. Das ist auch eine Frage, so bei Spaltung denkt man ja auch vielleicht so, Sie haben es ja dargestellt, es ist eben nicht, keine Psychose, nicht psychotisch, aber man denkt irgendwie so ein bisschen an, ja, Spaltung, die Idee, helfen Antipsychotika. Sagen wir mal so, die helfen ganz sicher dem Arzt und so wie die Beruhigungsmittel und die Stimmen werden manchmal unter Antipsychotika leiser, aber es ist die Frage, ob das das Klassenziel ist, ne? Also mein Ziel wäre die Verständigung und nicht das Runterfahren. Das Runterregulieren, ne? So. Ne? Ja. Und klar, man muss irgendwie sozusagen das Leben erstmal lebbar machen. Und wenn da sozusagen Antipsychotika niedrig dosiert, oft auch zum Einschlafen oder so helfen, das muss man ausprobieren. Aber primär ist es sicher keine Lösung. Und Naltrexon scheint gegen die Dissoziation zu helfen. Das würde ich tatsächlich nur stationär machen, weil was passiert, wenn bei so einem System gar aus dem kriminellen Kontext alle dissoziativen Barrieren auf einmal runterbrechen, dann möchte ich nicht dabei sein. Die suizidiert sich sofort. Ne? Stellen Sie sich vor, alle je bewussten Inhalte auf einmal präsent. Das will man eigentlich nicht machen. Ne? Das haben Sie auch in Ihrem Vortrag sehr schön herausgearbeitet, dass es eben für die betroffenen Menschen doch der bestmögliche Schutzmechanismus noch ist. Und es geht darum, einen anderen, noch besseren erstmal aufzubauen. Genau. Dass man irgendwie wegnehmen kann. Genau. Ne? Es gibt noch eine Frage, in welchem Alter denn Personen mit einer dissoziativen Identitätsstörung so typischerweise zum ersten Mal in Kontakt mit dem klinischen System auch kommen und ob man gegebenenfalls im Kindesalter schon Diagnostik betreiben sollte? Na, wenn man denkt, das ist das, sollte man das dringend, natürlich. Ich bin keine Kindertherapeutin, aber selbstverständlich kann und soll man im Kindesalter das diagnostizieren, einfach je früher man anfängt, wie im richtigen Leben, mit anderen Sachen auch, je früher man anfängt, desto schneller geht es, ist es behebbar. Die Vielfältigen sozusagen kommen zu uns, sage ich jetzt mal, nach üblicherweise 6 bis 12 Jahren klinischer Vorerfahrung, wo hinsichtlich der dissoziativen Identitätsstörung nichts passiert ist. Ne? Also die laufen schon mal fast 10 Jahre durchs System. Und oft ploppt sozusagen das auf, wenn das Überleben geschafft ist, wenn man schon erwachsen ist, vielleicht man sogar schon einen Beruf hat, vielleicht sogar irgendwie die erste glückliche Partnerschaft. Das heißt, so wie ein bisschen Ruhe einkehrt, dann ploppt es auf. Oder durch eine Retraumatisierung. Und so wie ich Sie verstanden habe, kommen die
Menschen dann ja vor allen Dingen mit den Beschwerden und noch nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, was sie da eigentlich haben. Das steckt in der Frage auch drin, ob das den Betroffenen bewusst ist. Manche ja, manche nein. Natürlich in den letzten Jahren kamen zu mir eher Leute, die gesagt haben, ich habe eine Diss. Am Anfang kamen die mit, oder die kommen üblicherweise mit Depressionen, manchmal mit Essstörungen, oft mit Selbstverletzungen, aber vorrangig mit Depressionen und Suizidalität, mit Schlafstörungen. Ne? Und keineswegs das ist nicht ein Beschwerdebild, ich bin viele. Ne? Das ist nachher eine Erklärung. Aber das ist erstmal, das belastet die in der Regel am allerwenigsten. Es sei denn, dass jemand, sei doch mal still, lass mich doch mal. Na, das passiert auch, aber klar, wenn viel Tumult im Kopf ist, gibt es auch Kopfschmerzen. Über die Symptomatik dann auch den Zugang wählen. Und sozusagen, wir müssen dann danach fragen, kann das sein, dass da noch etwas hinten ist, was auch da ist und ich habe es noch gar nicht sehen können? Ist es möglich, dass da noch was zu hören ist? Also wir müssen vorsichtig fragen und vielleicht, das passt an dieser Stelle, als ich meine erste vielfältige Patientin fragen musste, gibt es da noch mehr, bin ich fast gestorben. Erstens habe ich mich plötzlich geschämt, so wie die Patienten sich schämen. Dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt frage und die sagt ja, dann bin ich schuld, ich habe sie multiple gemacht. Ne? Also völlig irrationale Ängste, aber weil es einen so verunsichert. Und dann sitzt man da und sagt, und kann das sein und gibt da noch mehr? Und dann kam in dem Fall die Antwort, also meinen so wie die Kleine und die alte Frau. Sag ich, ja, das meine ich eigentlich. Also es ist dann oft gar nicht so schwierig, aber man tut sich jedenfalls beim ersten Mal vielleicht nicht ganz leicht. Ich glaube, damit haben Sie schon einigen vielleicht so ein paar Fragen indirekt beantwortet, nämlich so die Frage nach dem Umgang mit dem Ganzen. Ich finde, Sie machen das ja wunderbar, wie so ein Lernen am Modell, dass sie so en passant auch einfließen lassen, wie man eben mit solchen Menschen sprechen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für manche unserer Kolleginnen und Kollegen nämlich gar nicht so einfach ist. Es gibt ja so Themen, wenn man dann nicht so viel klinische Erfahrung hat, dann ist man eben genau, wie Sie es gerade beschrieben haben, so ein bisschen scheu am Anfang. Und da sind ja manchmal so Fragen, wie man am Anfang da reingehen kann. Und die Frage nach den Zeitverlusten, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Die ist völlig unauffällig, das Blande. Ne? Ich kann immer noch Zeitverlusten, kann ich fragen, verliere ich auch nicht das Gesicht, auch gegenüber verliert nicht das Gesicht. Das, wenn man sehr unsicher ist, ist das eine sehr gute Einstiegsfrage. Der oberärztliche Leiter unserer Tagesklinik hat sich auch gerade aus der Ferne gemeldet und schreibt, er hätte gelernt, in der Therapie nur mit dem erwachsenen, vernünftigen Anteil in Kontakt zu treten. Ja, und wenn er keins kriegt? Muss man nehmen, wen man bekommt, der mit einem arbeitet, sozusagen aus dem System. Doch, das ist ganz gut vielleicht, ganz gut. Wenn er sagt, ich spreche nur mit dem Erwachsenen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, cum granosalis, dann grenzt er damit alles andere aus, was auch da ist. Und er überbetont, er präferiert eines. Aber alles, was da ist, ist da, weil es das Überleben gesichert hat. Der Erwachsene funktioniert im Alltag besser, aber er ist nicht wichtiger als die anderen. Ja? Also ich spreche, wie Sie schon gemerkt haben, oft sozusagen ins System. Und ich rede die auch sehr oft mit ihr an, also im Plural. Ne? Habt ihr da eine Idee und kann jemand was drüber sagen und gibt es da noch was? Haben wir das schon gehört? Gibt es noch eine Gegenmeinung? Ne? Also ich versuche, die Interkommunikation zu stärken und biete mich an als Dolmetscher. Ne? Ich habe verstanden, jetzt in diesem Fall Toni hat gesagt, hat Atemnot. Weiß Nele schon, dass, wenn man zu schnell rennt, Toni Atemnot kriegt? Könnt ihr beide mal darüber, also ich erfinde jetzt lauter Sachen, kann Niki vielleicht Nele mal erklären, was es mit der Atemnot ist, damit Toni nicht überfordert? Ne? Das biete ich an. Also ich habe so eine Dolmetscherfunktion, so ein bisschen wirklich wie Gruppentherapie. Also verstehe ich Sie da richtig, dass Sie dann auch eher eine Vertreterin sind, eben dieses Phänomen als so eine Art vielfältiges inneres System zu betrachten und weniger als ein
ein Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen States. Also es gibt ja so diese Ego-States. Wunderbar. Und dann gibt es ja auch so Ansätze wie von Schwartz, dieses Internal Family System, der, glaube ich, jetzt nicht speziell mit dissoziativen Störungen arbeitet, aber wo es ja sehr plastisch auch nochmal aufgearbeitet ist. Noch ein schönes Bild. Die Ego-States sind nach meiner Einschätzung nicht identisch mit der dissoziativen Identitätsstörung. Und können auch nicht, oder andersrum, und die dissoziative Identitätsstörung kann nicht so behandelt werden. Und mein Bild, hat neulich eine Patientin mir bestätigt, das wäre genauso, ist ein bisschen wie die Froschfinger. Ne, die Froschfinger, die kann man sehen, die haben wie Finger und die Schwimmhäute gehen bis ganz fast vorne. Das heißt, es gibt ganz viel Verbindung, obwohl es die Finger gibt. Das wäre Ego State. Und die Dis, da habe ich einfach lauter Barrieren zwischen den Fingern. Und wenn die zu mir kommt, kann sein, dass der Daumen noch gar nicht weiß, dass es den kleinen Finger gibt. Kann sein, der Daumen weiß, oh, da gibt es noch welche. Kann sein, der weiß ganz genau, das gibt diesen und diesen und diesen und diesen. Und irgendwie noch die dunklen, die weiß ich nicht genau. Ne? Das kann alles sein, das weiß ich aber vorher nicht. Und wenn ich bestimme, ich rede nur mit, in diesem Fall, dem Daumen, dann habe ich in dem Fall 80% ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass ich zum Erfolg kommen werde, wenn ich 80% negiere. Das ist eigentlich eine schöne und brauchbare Metapher. Ich gucke mal so ein bisschen Richtung unseres Publikums, weil ich weiß, dass ja eben im Publikum ganz verschiedene Berufsgruppen auch sitzen. Wir haben manchmal eben interessierte Laien sozusagen, wir haben Betroffene, wir haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch erfreulicherweise immer wieder Studierende dabei. Ist ja auch eine universitäre Veranstaltung. Da helfen natürlich solche Metaphern ganz gut, weil möglicherweise, je nachdem, was man studiert, wird man es in irgendeinem Examen mal gefragt. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Dissoziation und den Ego-States? Und ich finde, da kann man sowas dann ganz gut gebrauchen. Da mag ich auch gleich eine Anmerkung anschließen. Ist jetzt gar keine Frage, aber manchmal kommen ja auch die Menschen dann nach den Vorträgen nochmal und geben einem irgendwie ein Feedback. Das kriegen Sie jetzt sozusagen hier über mich so ein bisschen um die Ecke. Vielen Dank für diese Veranstaltung heute Abend. Frau Dr. Bosse ist beeindruckend mit Ihrer Erfahrung, Ihrem emotional mitfühlenden und dabei gut gehaltenen Ausdruck. Also das ist doch eine schöne Rückmeldung. Das ist auch die letzte Anmerkung, Frage gewesen, die jetzt momentan aus dem Publikum, aber ich gucke mal so ein bisschen hinter die Kulissen in die Technik. Also von unserem Publikum gibt es keine Fragen mehr. Ich glaube, hier sind wir auch schon erschöpft. Oder habt ihr noch eine Vielleicht Frage? Vielleicht noch von mir eine. So, dann können Sie doch noch. Genau. Ich schlussworte aber noch eine Anmerkung. Tatsächlich haben Sie ja meine Homepage auch gesehen auf der Eingangsfolie. Und wenn Sie Fragen oder auch von den Kollegen Supervisionsbedarf hätten, dann melden Sie sich ruhig auch telefonisch. Ich mache es wirklich gerne und bin froh, wenn ich etwas von meiner Erfahrung weiterreichen kann. Vielen, vielen Dank. Da werden Sie sicherlich einige Reaktionen bekommen. Sie ahnen ja nicht, wer da alles sozusagen jetzt virtuell hinter der Kamera sitzt. Wir sind meistens erfreulicherweise ganz, ganz gut besucht, eben auch dank solcher tollen Vorträge. Dieses Klinik-Patientennahe hat mir sehr gut gefallen, weil das ist eben genau die Balance, die wir ja auch versuchen zu erreichen. Sozusagen akademische Korrektheit auch auf der einen Seite, aber dann dieser starke klinische Bezug, dass man damit auch was anfangen kann, das finde ich, haben Sie sehr, sehr schön hinbekommen. Also vielen Dank, dass Sie von Mainz nach Freiburg gekommen sind. Ihnen, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir haben auch noch ein Päckchen sozusagen in unserem, ist nicht wirklich ein Adventskalender, aber ein Päckchen haben wir noch vor Weihnachten im Rahmen unserer Kolloquiumsreihe. Am nächsten Dienstag, da kommt Herr Kanzke zu uns und wird über Empathie und Mitgefühl sprechen. Und danach geht es in die Weihnachtspause und dann im Januar haben wir auch noch ein paar Beiträge. Also wir freuen uns, wenn Sie sich mit Fragen an Frau Dr. Bosse wenden und wir freuen uns genauso, wenn Sie dann nächsten Dienstag wieder dabei sind mit einem, ich finde, nochmal sehr spannenden Thema. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Danke sehr.